Herzlich willkommen zur Pressekonferenz vor der 12. Runde der Tipico Bundesliga. Wir treffen am Samstag um 17 Uhr zu Hause in der Merkur Arena auf den SKN St. Pölten. Bei mir begrüßen darf ich unseren Cheftrainer Christian Ilzer. Die Pressekonferenz findet wieder digital statt. Journalisten haben im Zoom-Meeting die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Wenn Sie zu Hause Fragen haben, gerne in die Facebook-Kommentare. Wir versuchen dann, die ein oder andere einzustreuen. Chris, ich starte gleich mit der ersten Frage. Am Samstag geht es gegen St. Pölten, Rückrundenstart. Am 13. September hat es da auswärts ein 0:0 gegeben. Was hat sich seitdem verändert? Was hat sich aus deiner Sicht seitdem getan? Ja, definitiv waren es einmal vor allem die letzten Wochen jetzt ergebnistechnisch richtig gute Wochen für uns. Da gibt es gar nichts zu bekritteln. Natürlich haben wir jetzt auch, was das Spiel betrifft, uns schon in allen Phasen weiterentwickelt. Das war das Spiel damals in St. Pölten, unser Startspiel in die Meisterschaft. Waren wir in der Nachbetrachtung überhaupt nicht zufrieden damit. War ein 0:0, wo ich schon sagen muss, dass es eher ein glückliches 0:0 war für uns. St. Pölten hat uns da wirklich voll gefordert. Aber wir haben, denke ich, dann auch ganz gut darauf reagiert, haben uns dann Schritt für Schritt entwickelt. Und ja, mittlerweile stehen wir ganz gut da in der Tabelle. Welche Rolle spielt dieses Spiel jetzt noch in der Vorbereitung? Wie genau schaut ihr euch dieses Spiel an? Natürlich ist das Spiel auch noch dabei in der Vorbereitung. Wir schauen auf gewisse Mechanismen drauf, die da in diesem Spiel stattgefunden haben. Aber schaut man natürlich dann auf die letzten Spiele von St. Pölten. Aber St. Pölten hat natürlich eine Entwicklung auch stattgefunden, die wollen wir natürlich schon am Schirm haben. Aber wie gesagt, der Fokus ist dann auch im Endeffekt immer auf unserem Spiel und auf dem, was wir uns dann auch zurechtlegen für dieses Spiel. Eine Frage von der APA von Walter Kovac-Schwarz. Gregory Wüttrich in der Nachspielzeit bei einer 2:0-Führung im gegnerischen Strafraum. Ein Zeichen für eure frische Energie und euren Torhunger. Ja, natürlich. Es war eine Standardsituation. Da wünsche ich mir, da ist er natürlich immer dabei. Da hat er seine Qualitäten. Er ist in den letzten Spielen auch schon immer wieder zu Tormöglichkeiten kommen, hat sich das auch für sich selbst vorgenommen, hat uns ja zu seinem Geburtstag ein Tor versprochen, der ganzen Mannschaft ein Tor versprochen. Das hat er, so ein Ehrenmann wie ist, natürlich dann eingelöst und haben uns alle riesig gefreut mit ihm. Aber insgesamt gefällt mir natürlich die Entwicklung, dass wir in der Schlussphase immer noch was im Tank haben, dass wir immer noch auch die Energie und den Willen und die Bereitschaft zeigen, auch das Ergebnis weiterhin für uns auszubauen, zu unseren Gunsten auszubauen. Und ja, das war in den letzten Spielen, haben wir das immer wieder gezeigt und das ist eine sehr, sehr positive Entwicklung. Hat man dann ja auch beim Jubel gesehen. Ich gehe über auf eine Frage von Burkhard Enzinger von der Kronenzeitung, gerade reingekommen. In St. Pölten begann die Meisterschaft, gegen St. Pölten endet sie Samstag für dieses Jahr. Dazwischen gab es für den Trainer nicht wirklich was zu meckern, oder? Ich habe ja gesagt, ergebnistechnisch hat es wenig zu bekritteln gegeben. Was jetzt unser Spiel betrifft, da gibt es natürlich viel Arbeit. Da muss man als Trainer oder als Trainerteam versuchen, wir da sehr, sehr genau hinzuschauen, den Spielern ein richtig gutes Feedback zu geben. Versuchen dann ständig uns in allen Spielphasen weiterzuentwickeln. Das muss immer unser größtes Ziel sein, da einfach ein hohes Niveau im Tagesgeschäft reinzubringen, um diesen Erfolg, den wir jetzt haben, vor allem ergebnistechnisch, dass wir den einfach auch stabilisieren, dass wir unsere Leistungen stabilisieren bzw. noch weiterentwickeln. Das ist unser Ziel und das verfolgen wir in jeder einzelnen Trainingseinheit. Eine Frage vom Sturmnetz, zuvor per E-Mail reingekommen. St. Pölten zählt zu den drei torgefährlichsten Teams der Liga. Wie siehst du das Offensivspiel der Niederösterreicher? Und gleich die Anschlussfrage, wie möchtest du diese Offensivpower stoppen? Ja, zur ersten Frage ist natürlich ja, gut eine Feststellung, die absolut zutrifft. St. Pölten hat eben mit Alexander Schmidt, mit Tor Hugi und dann am rechten Flügel mit Davis oder Nicolas Meister sehr, sehr schnelle Spieler, sehr torgefährliche Spieler, hat da
dann auch mit ihren Außenverteidigern Kofi Schulz und Blauensteiner sehr, sehr schnelle, raumgreifende Schienenspieler, wie man es so schön bezeichnet, die diese drei Stürmer immer wieder dann von den Flügeln, von den Flanken füttern. Und diese Kombination von Schnelligkeit, von Präsenz mit einem Alexander Schmidt, einem richtig großgewachsenen Spieler, haben's dann richtig viele Gefahrenmomente, die sie da ausstrahlen. Und ja, da muss man sie im Verbund dann auch schon mal daran hindern, dass sie überhaupt in diese Bereiche vordringen, beziehungsweise dass vor allem dort dann auch nicht zur Entfaltung kommen, beziehungsweise dass dort dann auch nicht in diese Momente kommen, wo sie dann den Torabschluss finden. Und das wird aber eine richtig harte Aufgabe, die auf uns dazukommt. Aber ich denke, wir haben uns sehr gut vorbereitet auf den Teil, dass wir die auch gut verteidigen. Du hast die Flanken angesprochen. St. Pölten hat so viele Kopfballtore geschossen wie sonst niemand in der Liga. 6 waren es. Spielt das auch eine Rolle in der Vorbereitung auf den Gegner? Ja, wir schauen uns natürlich alle Fähigkeiten an, alle Möglichkeiten an, mit denen einfach St. Pölten bis jetzt Gefahrenmoment ausgestrahlt hat. Und auf die bereiten wir uns vor. Aber wir wollen da schon jetzt auch zeigen, dass wir uns in den letzten Monaten wir deutlich weiterentwickelt haben, dass wir unser Spiel nach vorn gebracht haben und haben, denke ich, auch Möglichkeiten vorbereitet, wie wir dann auch St. Pölten auch vor richtige Probleme stellen können. Frage ist via Facebook reingekommen von Christian Gölles. Cup-Auslosung gestern, Vienna zu Hause. Besser hätte es nicht kommen können, oder? Ja, es ist definitiv, es ist ein Heimspiel, das ist meine immer willkommen, dass man zu Hause im Cup spielt. Man weiß ja auch nicht, wie sich mit den Zuschauern entwickelt. Wäre natürlich wunderbar, wenn wir vor Zuschauern spielen könnten, weil das dann auch, ja, dann wird der Heimvorteil zu einem richtigen Heimvorteil. Wir haben mit Hohenems einen Gegner gehabt, der auf einem ähnlichen Leistungsniveau spielt jetzt in ihrer Meisterschaft. Haben uns da schon extrem schwer dann. Also wir werden den Gegner auf Kampf unterschätzen. Sie haben jetzt auch Alltag da in der letzten Cup-Runde ausgeschaltet. Von dem her sind wir gewarnt. Ich habe auch letztes Jahr mit der Austria Testspiel gegen die Vienna gehabt. Spielen zwar in der Wiener Liga, aber haben mindestens von der Qualität her Regionalliga-Mannschaft. Also wir werden uns sehr, sehr gut vorbereiten auf das Spiel, aber wir sind definitiv haushoher Favorit und der Favoritenrolle wollen wir gerecht werden. Wie jede Woche vielleicht noch ein kurzes Fitness-Update. Wie geht es deiner Mannschaft? Wie fit sind die Spieler aktuell? Ja, die Spieler sind fit, die Spieler sind frisch. Sie fiebern alle diesem letzten Spiel jetzt im Jahr 2020 entgegen. Wir wollen einfach den Fokus noch voll auf dieses Spiel richten, wollen diese gute Serie, die wir jetzt haben, dann mit dem letzten Spiel und mit dem Heimsieg jetzt abrunden. Gute Serie, du sprichst es an. 6-0 bis jetzt in der Bundesliga. Das ist Vereinsrekord nach 11 Runden. War es bei deinem Amtsantritt schon klar, dass du Fokus auf die defensive Stabilität legen wirst? Fokus oder unsere Herangehensweise ist immer so, dass man alle Phasen, die ein Fußballspiel auszeichnen oder die ein Fußballspiel halt beinhalten, dass wir in allen Phasen bestmögliche Arbeit leisten wollen. Und die Defensive, die Phase, in der man nicht den Ball hat, ist natürlich ein Teil davon. Den kriegen wir einfach richtig gut hinschauen. Aber es gilt natürlich auch genauso Aufmerksamkeit dem Spiel mit dem Ball, dem Umschaltspiel, den Standardsituationen, der Mentalität. Also all diese Bereiche wollen wir immer ständig so beleuchten, dass wir da gar nichts vernachlässigen. Dann ist noch eine Frage reingekommen über Facebook von Gerald Peric. Wann kommen die jungen Geierhofer und Thoma wieder zurück? Wie geht's den beiden? Ja, beiden geht's gut. Beide kommen gerade vom richtig intensiven Trainingsblock zurück, der im Rahmen ihrer Reha beinhaltet war, wo sie in Deutschland waren, wo sie extrem intensiv gearbeitet haben die letzten 3 Wochen. Niklas Geierhofer ist jetzt schon wieder am Platz draußen gewesen, ist da gerade dabei, so diesen Step von Individualtraining zur Eingliederung wieder ins Mannschaftstraining zu absolvieren. Hat jetzt vor allem im läuferischen Bereich noch einiges aufzuholen, versuchen wir jetzt auch bis zum Trainingsstart dann am 4. Jänner so weit heranzuführen, dass er dann auch wieder mit im Mannschaftstraining teilnehmen kann. Und beim Winz ist es halt so, dass er nach einer Kreuzbandverletzung jetzt auch da die Entwicklung
der Verlauf der Reha sehr zufriedenstellend ist, dass er ein gutes Fitnesslevel hat, aber es dauert natürlich noch länger. Und ja, er wird noch brauchen, aber es ist alles so, wie wir es uns vorstellen. Walter Kovac-Schwarz blickt ein bisschen nach vorne in die Winterpause bzw. die Transferperiode. Er schreibt, Grinzer spielt bei Lafnitz eine bemerkenswerte Herbstsaison. Gibt es die Idee bzw. die Möglichkeit, ihn im Winter zurückzuholen? Dafür vielleicht Tobias Koch nach Lafnitz. Ja, es gibt immer wieder Möglichkeiten, wie man im Kader vielleicht auf gewisse Situationen reagieren kann, dass man einen jungen Spieler, zum Beispiel Tobias Koch, vielleicht da ermöglicht, noch mehr Spielzeit zu kriegen, weil bei uns jetzt speziell auf der Sechserposition, in dem halt der Jan Goran Stankovic dort ständig spielt, dass wir dort ja sehr gut besetzt sind. Also es ist eine Möglichkeit, die wir andenken. Und zum Grinzer, also es spielt Lafnitz wirklich hat einen hervorragenden Herbst gespielt. Das bleibt natürlich kein Verborgen. Nicht nur Sturm Graz, dass die dort überragende Arbeit leisten und richtig auf einem super Level performen. Der Grinzer hat da diese Möglichkeit, Lafnitz bis jetzt richtig gut gemacht. Er ist in ständiger Beobachtung von uns. Aber ich denke, jetzt ist schon mal auch für ihn wichtig, dass man jetzt noch ein halbes Jahr dort lassen und wenn wir mal schauen, wie seine Entwicklung dort voranschreitet und im Sommer ist dann absolut zu überdenken, ihn zurückzuholen. Dann schauen wir vielleicht noch ein bisschen weiter voraus. Wie groß ist die Vorfreude auf den Urlaub, auch wenn er nur kurz sein wird? Ja, der wird definitiv kurz sein. Ich lasse ihn gar nicht rein in meinen Kopf, den Gedanken an den Urlaub, weil das Allerwichtigste ist jetzt, dass wir am Samstag noch eine super Leistung bringen. Und wenn das gelungen ist, dann versuche ich ja mich im Gedanken auch dann mit dem Urlaub zu beschäftigen, beziehungsweise dann will ich mich natürlich auch freuen drauf, weil es halt jetzt schon eine Zeit war, wo ich auch meine Familie wenig gesehen habe. War ein sehr intensiver Herbst. Aber wie gesagt, wir sind extrem fokussiert auf das Spiel am Samstag. Und dann geht es ja Anfang Jänner gleich weiter. Wann ist Trainingsstart? Welches Programm gibst du den Spielern mit nach Hause? Gib uns noch kurz das Programm für die nächsten zwei Wochen bitte mit. Ja, kurzer Weihnachtsurlaub. Wir haben ja am 17. bereits das Nachtragsspiel gegen den WRC. Von dem her wird die klassische Vorbereitung, die klassische Wintervorbereitung heuer nicht stattfinden. Wir werden mit dem ersten Training versuchen, sofort in diesen Wettkampf, in diesen Meisterschaftsrhythmus einzutauchen und ja, die Spieler, nachdem sie so in der ersten Phase des Urlaubs auch einmal komplett abschalten sollen, einmal auch gedanklich wegkommen sollen vom Fußball, dass sie ihre inneren Akkus wieder richtig aufladen, haben wir dann im zweiten Teil des Urlaubs ein kleines, aber sehr qualitatives Trainingsprogramm für die Jungs, dass sie sich top vorbereiten können auf den Trainingsstart. Davor gibt es aber noch ein richtig schweres Spiel am Samstag um 17 Uhr zu Hause gegen St. Pölten. Danke fürs Dabeisein, danke auch zu Hause fürs Zuschauen und wir wünschen noch einen schönen Donnerstag. Danke sehr.